Willkommen zurück zu Let's Play The Elder hier Divinity Original Sin 2 Folge 6. So. Wir sind. Gerade wo du gestartet hast, musste ich mega doll niesen, ey. Ja, wie ihr hört, wir sind voll am Arsch. Wir sind krank. Er da drüben hat 29 Grad im Zimmer, kann eigentlich nicht reden, will nicht reden. Ich kann nur teilweise reden. Verzeiht bitte das Husten. Wir machen auch nicht lange. 5 Folgen wie immer. Das war's dann auch. Ja, wahrscheinlich. Ist ja meistens so, dass wir 5 Folgen aufnehmen. Ich habe irgendwie Bock, dieses Spiel hier gerade zu spielen. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja, bei meinem Singleplayer-Spiel, da bin ich jetzt von der Insel runter. Ich habe versucht, alles zu machen, was man machen kann. Und ich opfere der Rote Prinz für meinen Ultradrachen. Ja, klar. Wie bist du heute auf das Video gekommen gerade? Einfach so, ich bin da voll durch. Ich bin einfach bei YouTube durchgeswitcht. Für die Zuschauer, damit die wissen, worüber wir reden. Ich habe Mario gerade das Video Kaiber beschwört, beschwört Obelisk, den Peiniger, auf YouTube gefunden und hab ihn geschickt. Ich finde es herrlich, wie die bei überhaupt in Animes voll übertrieben das darstellen. Vor allem die böse Lache von ihm ist richtig cool. Oh nein, die Leiche. Ja. Die Leiche, die glitzert gelb. Jo. Hast du Lust, auf eine Hexenjagd zu gehen? Jo. Hab okay. Dich. Nee, ich bin keine Hexe. Wenn, dann bist du eine. Man macht aber ganz schön Schaden an deiner Rüstung. Folge mir. Was hat das Schild da auf sich? A bloodstained Schild? Reads, the hollow marshes in knife scratched. Das hier, was da liegt? Oder? Nee, da war ein Schild und da ist auf Blut Merkelmoor oder sowas drauf geritzt. Aha. Da leben die ganzen. Oh, wenn ich das jetzt sage, werde ich voll. Ich glaube, dann werde ich als Rassist bezeichnet. Bin ich ja schon, ich wurde als Rassist mal bezeichnet. Ich hab dir mal einen Kopf zugeschickt. Bleib mal stehen. Nicht, dass wir hier was auslösen. Er hat mir einen Kopf zugeschickt. Hast du den per Post oder per Nachname geschickt? Beides. Okay, dann esse ich den mal. You are floating a few inches above the ground. Your friends are impressed. You bask in their hoots and hollers. Your favorite party trick. Aha. Wie, das war's? Neue Fertigkeit. Bitte? Zaliskai erzählt uns außerdem noch, dass die Suche planen. Ein Kriegsschiff hatten wir schon, ne? Ich habe irgendwie eine neue Fähigkeit gekriegt. Moment. Lass dir vorübergehend Flügel wachsen, wenn du dich bewegst. Cool. Sodass du Bodenflächen ignorieren kannst. Unvereinbar mit Spinnbeine. Polymorph? Jo. Wie, du hast das Skillbook bekommen oder die Fähigkeit einfach? Ich habe die Fähigkeit einfach bekommen. Warte mal. Ich aber du hast doch keinen Polymorph. Kannst du das benutzen? Fähigkeitsanforderungen nicht erfüllt. Nö. Moment, du hast es jetzt gelernt, aber du kannst es nicht machen. Jupp. Also hast du es ja doch nicht gelernt. Nee, aber ich habe es im Fertigkeitsbuch. Ich habe übrigens auch Jägersmann und Gauner. Beide kann ich nicht nutzen. Moment, du hast das Fertigkeitsbuch in deinem Inventar, oder was? Ja. Ach, ich dachte, was ist das? Ich hab die Fertigkeit in meinem Fertigkeitsbuch und das Fertigkeitsbuch liegt in meinem Inventar. In dem Buch. Okay, ich dachte, du hast das Fertigkeitsbuch in deinem Inventar. Dann müsst ihr ja auch irgendwie mit gleichen... Habt ihr gerade verstanden, über was wir gesprochen haben? Ich habe irgendwie nur die Hälfte davon mitgekriegt. Wir haben es ja selber kaum verstanden. Fertigkeitsbücher. Gerade haben 10 Leute, was lernen kann. Gerade haben die 10 Leute, die das Video hier schauen, die überhaupt das Let's Play schon gelacht. Warst du eigentlich dann, ja? Oh nein? Und dann gibt es ja noch dein Fertigkeitsbuch, wo deine Fertigkeiten drin sind. Weil ich mich frage, wie das hier jetzt wirklich heißt. Interessanterweise gibt es bei Beschwören, habe ich 0, kann aber trotzdem die Katze rufen. Also das war offenbar ein Geschenk. Ja, die Katze rufen? Klar. Warst du als eigentlich, der die ganzen grünen Daumen verteilt hat bei meinen Videos? Nee. Okay.
Irgendwer ist durch die Videos gegangen und hat grüne Daumen verteilt. Das ist mir voll aufgefallen. Ich habe nichts dagegen, dass man grüne Daumen verteilt. Ich fühle mich geehrt. Oh, cool. Auch wenn ich mir selbst keine grünen Daumen geben würde. Ja, doch, wenn ich ein Video mag, dann... Ich habe tatsächlich recht häufig mal eine Zeit lang grüne Daumen verteilt. Bei einem Let's Play oder so, was ich geschaut habe, einfach durchgehend. Natürlich, das ist eine Ratte. Aber nicht reingehen, erstmal mit dem Hund hier reden. Okay. Mal gespannt. Oh Gott, das Viech ist scheiße. Ich habe gerade gelesen, diese Hündin Saft in die Kehle beißen. Was ist aus deinem Meister geworden? Dein Meister wacht nicht mehr auf. Nö. Okay, nö, der ist tot. Was ist tot? Oh. Oh ne, ey, das Viech hat ja den Geist mancher Menschen. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Ja, man schläft ein und wacht dann einfach nicht mehr auf. Forever. The dog is blinded by its muzzle, but it turns its face toward you, waiting for your answer. Niemals, niemals. Hm? Niemals erinnere mich an den Übersetzungsfehler von Half-Life 2 relativ weit am Ende, wo Alex Vance zu Eli sagt, also zu ihrem Vater, wir werden uns bald wiedersehen und er, niemals. Das ist echt so, das ist der Hammer. Das ist im Englischen, ist es so, sagt die irgendwie, wir werden uns nicht trennen oder sowas, oder wir werden nicht lange getrennt. Nicht für ewig getrennt sein oder irgendwie sowas. Genau, sowas sagt sie. Und er sagt dann natürlich never als Antwort. Und das haben sie auf Deutsch übersetzt. Niemals. Und auch mit dem schönen Ausdruck, mit dem bösen Blick. Ich finde das gut. Ich hab's aufgenommen. Niemals. Hm. As she considers your statement, her nostrils start to twitch. She lifts her head and takes a long drag of the air around her. Ja, muss verzeihen, Ivan stinkt ein bisschen. Sorcerer! Oh nein! Na super. Du hast ja immer noch keinen Überreden, oder? Nope. Kannst du machen, was du willst, schaffst es nicht. Ich glaube nicht. Meine Intelligenzwert ist recht hoch, aber es wird trotzdem nichts bringen, glaube ich. Kannst es ja versuchen. Es ist sinnlos, mich anzugreifen. Du hast Zähne, aber ich bin magisch. Und du bist ganz allein. Hat funktioniert. Siehst du, man muss einfach nur richtig böse sein und böse Stimmen machen und dann funktioniert es. Ja, das ist nur, weil die Hündin nicht besonders schlau ist. Ich denke mal, ja. Wäre es ein Mensch gewesen, wäre vielleicht Überredung noch erforderlich gewesen. Wovon ich übrigens noch keinen Punkt habe. Also das nächste Level geht in Überreden. Hello. Master, wake up! Never ever, never ever! I'm never ever doing bla 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 bla. Ja, ich will dich nicht. Ach, ja, bitte. No, go! Okay, tschüss. Wenn du jetzt mal da hinten zu der kleinen Strandinsel da guckst. Hm, da zündet jemand. Siehst du den Namen? Nee, Moment, ich geh mal rüber. In Deko. My
Lord, I beg you, make me whole. Ist das diese Tante, die uns die uns umgenockt hat? Oh ja, genau. Cool. Deswegen Hexen, ja. Ja, lass uns mit dir verbünden, das wird toll. Da haben wir vor. Wir schaffen. War ja nicht so gut auf uns zu sprechen letztes Mal. Hast du überreden? Moment. Eins, ja, aber nur eins. Hm. Soll ich mit ihr reden? Ja, besser ist, ansonsten guck mal, was für ein Stats du hast und womit du am besten antwortest, wenn die zick macht. Also wenn ich die, ich kann mir gut denken, dass ich wahrscheinlich die falsche Antwort wähle. Ah. Oder sollen wir erstmal da hinten die verwesenden Scharfschützen angreifen, damit wir ein bisschen Level kriegen? Ich hab noch genügend Punkte übrig, die ich irgendwo reinsetzen könnte. Vielleicht hast du ja noch einen Punkt, den du in Überreden reinsetzen kannst. Nee, da habe ich keinen Punkt mehr übrig. Was für Level ist die denn? Stufe 5, 93 Leben, die machen wir fertig. Wir hatten auch nur einen Punkt und den habe ich genau da reingesetzt. Also wenn sie... Die ist nur ein Level höher, also mehr kann sie nicht. Die ist tot, wenn sie was angreift. Die kann alleine nichts, selbst mit Quellen... Die macht einmal Quellenmagie, ist das verbraucht und das war's. Und das heile ich weg. Ja. Notfalls. Dann reden wir mal mit dir. Jo, Moment, ich komme rüber. So. Sieht so ein bisschen aus wie Geralt von hinten. Meinst du nicht die Tochter? Ja, genau. Nur, nur 20 Jahre, 2000 Jahre älter. Ja, Ciri wäre ja selbst mit im Älteren noch hübscher. Ja, man sieht doch jetzt ihr Gesicht nicht. Hm? Du hast nur die Haare. So, genau, man da sieht kann man jetzt noch nicht das Alter sehen. In dem Fall sieht man nur die Schokoladenseite, bis man die Stimme hört. Okay, ja, anscheinend hat sie gerade Probleme mit den Zaubern. Dann gucken wir mal, was sie sonst noch so drauf hat. My Lord, I've loved you. I've obeyed you. What's my sin? How long must I suffer? She sees you approach and punches her fist in your direction. Her face flushes red. It's her, the one that destroyed the ship to Fort Joy. The one that stole your mask. She wavers for a moment and you see a flash of recognition in her pained eyes. You. It is you, isn't it? You can hide that skull all you want, but I see you. You're the one who crafted this unholy contraption. Most artifacts like this mask are long lost, but you craft them anew. Who are you? What are you? Das Grollen hast du schon mal. Mein Name ist Fane. Und ich bin auf der Erde gewandelt, bevor deine ekelhafte Spezies dort existiert hat. Genau. What a specimen. It will almost be a shame to destroy such an ancient relic. Ich bin ewig. Ich kann nicht bei einer verrückten, kann nicht von einer verrückten Hexe besiegt werden. How right you are. But you face more than some mad witch. Ich bin ewig. She turns her head to the heavens once more. I offer this sacrifice to you. Return me to your side. Make me whole. Make me whole. Tja. Wendigo, Typus Boss? Fragezeichen. Schwierigkeitsgrad leicht? Fragezeichen. Gott, ich kann's nicht ins Wasser setzen. Was ist denn das für ein Scheiß? Er hat echt gute Feuerwiderstände. Echt? Ja, und Gift richtig gut, also da kriegt sie wahrscheinlich Leben von. Ist sie untot? Luft und Erde hat sie nur 20% und Wasser nur 35%. Weil du kannst keine Wasserattacke machen, wenn du ein Wasser machst, dann kriegen die Viecher heilen, ne? Untote heilt dich durch Vergiftung, aber du hältst durch normal... Die ist echt untot. Ja, das stimmt, dann können wir sie ja mit der Heilattacke auch... Heilattacke kriegst du gleich erstmal, dann kriegst du gleich erstmal Regeneration von mir. Ja, genau. Wir helfen dir. Oh, oh. Entschuldigung.
Ich finde nichts mit Wasser hier. Es ist kein Wasser. Kannst du es nicht da irgendwie einen Rand machen? Ja, das ist eine Begrenzung. Ah, okay. Da ist eigentlich Wasser, aber das ist kein Wasser. Also es ist nichts. Das ist natürlich blöd. Das Wasser zählt nicht als Wasser. Dann mach einfach ein normales ganz direkt neben mir, dann muss ich halt weglaufen und sowas. Muss es halt so laufen. Krieg hier auch einen Elementar-Totem ab. Aha. Nee, die ist ja schon gleich tot. Das Ding wichst die weg. Das macht sie einen riesen Feuersturm oder sowas. Möglich, aber ich bin weit entfernt. Na. Hat ja viel gebracht, brennt gleich direkt blockiert. Oh oh. Ja, das war nicht schlimm, das war fossiler Hieb. Ach, ich stehe. Ist Tage wieder blockt. Ach, ich stehe auch daneben. Da ist nichts. Wo ist denn Ivan? Hey, sie ist nicht. Hä? Ach, da liegt er. Bam. Besten, wir verkrüppeln sie nochmal, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Heilung auf sie wirken soll. Das bringt eh nichts. Ich rufe gleich meine Katze und mache ihm ein paar Mal an, mache ich noch Fleischopfer und dann greife ich sie an und ist sie tot. Spätestens meine Katze killt die dann. Ja, so. Also ich glaube, die Katze schafft das. Ja, ne? Hätte noch 16. Oder könntest du vielleicht sogar direkt töten? Oder ist das Ding da im Weg? Da war ein kleiner Fleck, den konnte ich noch nutzen. Ah. Weißt du was? Ich find's einfach nur herrlich, wie ich diese Attacken mache. Ey, mir ist gerade aufgefallen, sie hat 3 Pfeile im Körper. Ja? Das hat sie ja nicht wirklich gestört. The Magisters aren't the only ones looking for me. But who is it? Ah, my false face. So, da war. Das war Windigo. Eiszauber? ja, super. Frostrüstung haben wir schon, ne? Ich glaube ja. Aber das Gute ist, jetzt habe ich für Fane den Helm wieder. Kann er wieder sagen, hey, ich bin Mensch. Hast du noch irgendwie ein Bein oder so hinterlassen? Nee, die hat 2 Amulette. Oh, du hast einen Schatz gefunden. Und den nehme ich jetzt. Oh. Gold und irgendwelche Stiefel. Ungewöhnliche Stiefel. Boah, geile Stiefel. Erfordert Stärke 11. Ja, das ist doch was für unseren hier Ivan. Obwohl der hat jetzt 37. Doch, Ivan braucht noch mehr physische Rüstung. Soll er die kriegen oder was? So, hier ist noch ein Dolch. Mit diesen Kettenstiefeln klingelt jeder Schritt. Eigentlich recht festlich. Hier, identifizier mal den komischen Dolch hier. Weiß, oh, ich kann ja nicht direkt geben. Blub. Tranchiermesser. Dolch. Oh, 11 bis 12 physisch Schaden. Plus 1 Finesse. Legt Ersticken für eine Runde fest. 10% Chance auf Erfolg. Kann hinterhältig angreifen. Hinterhältige Angriffe bewirken kritische Schaden, wenn das Ziel rücklings angegriffen wird. Stufe 5. Erfordert Finesse 11. 0,8 Meter Reichweite. Benannt nach dem Umstand, dass die Namen von Kaltri Erlösung vom Leid zu geben vermögen, können Gnaden. Och, nicht Google. Junge, Junge. Wo war denn da Google bitte drin? Können Gnadengeber-Dolche auch für schändlichere Zwecke missbraucht werden? Ja, Finesse.
Das braucht keiner von uns. Okay, dann wird's zu Geld. Ja. Die, dann gib mir bitte die Stiefel her. Hab ich schon. Achso. Dann kriegt Ivan die und ich krieg seine. Ich hab nämlich anscheinend doch keine gehabt. No, ich habe auch welche. Die sind wahrscheinlich besser als das, was du hast. Die? Hm? Was hast du denn für Stiefel? Magier-Sandalen. 3 physisch, 10 magisch, plus 2 Initiative. Ja, ich habe 9 und 2. Jetzt nur 3, ja, also. Ist ja klar, ne? Magier-Stiefel mehr Magier-Schutz haben und mit andersrum. Mit Rata muss ich noch reden. Ja, stimmt. Cool, das ist Dobby der Hauself. was für ein Gefühl. It is carrion and aromatic herbs carried on the wind as one. Surely you sense it. Ich meine, das ist die Originalsynchronstimme von Dobby aus Harry Potter. Kommen wir jedenfalls zuvor. So